So, da bin ich wieder. Eigentlich wollten wir uns ja woanders wiedersehen, aber ich habe gerade diese wunderbare Vulkan angesprochen. Wegen des Aufwertens und ich hatte irgendwie noch ein Material, damit ich bessere Schmuckstücke bekommen kann. Weil ich wollte mir gerade Schmuckstücke herstellen. Und dann kam jetzt hier erstmal, dass ich den Entwurf gefunden habe und man muss mit ihr ein Gespräch anfangen. Das steht nicht sofort da, damit ihr das auch wisst, falls ihr es selber spielt. Erstmal den Entwurf zeigen. Hey, look, I found a new blueprint. Awesome, cutie. It's very detailed. Now I can make more trinkets for you. Nice. Ihr den Gefallen tun. Where in Argus Bazaar is the forge? Oh, sweetie, you're the best. It's near the high wall, next to the exit of the bazaar. There's only one big forge there. You can't miss it. I'd love to go and visit, but, you know, that wouldn't be a good choice. Leave it to me. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die schon übersehen habe. So, jetzt können wir, ich habe auch überlegt, weil für Schwert und Schild fehlt uns immer noch die Abschrecklösung. Dass wir auch vielleicht für den Bosskampf tatsächlich den Start ein bisschen aufwerten, weil ich habe irgendwie doch irgendwie gerne noch eine Fernkampfwaffe parat, aber erstmal machen wir jetzt Schmuckstücke. Wo sind denn die besseren Schmuckstücke? Ah. Hier muss ich aber nochmal... Okay, das sind alles Resistenzen. Resistenz gegen Stoßschaden. Ja, was ich hieran blöd finde, ist einfach, dass hier Eis und sowas runtergeht. Dafür ist Feuer sehr, sehr hoch. Da finde ich die hier immer noch am coolsten. Thank you. Man kann ja eh bis zu 4 Schmuckstücke tragen. Hey, sweetie, what's up? Aber dieses fliegende Viech, das macht ja eh keinen Feuerschaden. Also es ist eh sinnvoll, wenn dann tatsächlich meine Ausrüstung zu verbessern. Okay, boah, das hat 2000 gekostet, okay. Thank you. Au. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kann ich das hier überhaupt nicht ausrüsten? Oh, okay. Die Brosche aus Silber hat ein hübsches Motiv und ist... Und die Mitte ist ein Stück weißer Sternit eingelassen, der sich von normalen Sternit zu unterscheiden scheint und mit anschwellender Energie gefüllt ist. Okay. Zack. Ja, können wir die Resist... Ah, okay, nice. Ob man das bei den Schmuckstücken... Ah, man kann auch nur eins davon haben. Ob man das nachher so machen kann, ich nehme jetzt, sagen wir hier Feuer, hier ist Feuer 9. Oder sagen wir hier Feuerresistenz 13, hier minus 1 nur die Astralenergie. Dass wenn ich dann hier Astral mache, das Astral hochgeht und vielleicht nur ein bisschen Feuer. Also dass man einen kleinen Bonus rausholt, aber ohne Minuspunkt. Das kriegt man, glaube ich, auch später gut hin. So, das war's auch wieder mit dem Erz, aber das können wir ja auch notfalls farmen. Aber sollen wir auch noch mal ein bisschen mehr Rüstung, finde ich. Dann haben wir hier noch mal. Zack. So.
Machen wir das auf 10 und das auf 13. Zack. Talentpunkte haben wir auch noch ein paar. Gesamtansicht. Ich finde das ein bisschen so. Fügt einen frontalen Blockeffekt zum Schildschlag hinzu. Okay, nehmen wir mit. Schutz des Nordwinds. Erschaffe ein magisches Schild. Der gegnerische Angriff abwehrt nach einer bestimmten Zeit oder einer gewissen Anzahl an Treffern verschwindet. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Nur dass es halt zeitbedingt ist. Die Schwert- und Schildtechniken kosten weniger AP. Nehmen wir. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dieser Schildladung zu tun hat. Schleudert euren Schild, sodass er umwirbelt und über mehrere Sekunden Schaden über Zeit verursacht. Das Schild kehrt ihn. Okay. Wenn der Schildschlag trifft, senkt er die physische Verteidigung des Gegners. Warum nicht? Erhöht die Effektivität beim Blocken, bei der Verwendung. Ja, ich lasse erstmal noch ein paar Fertigkeiten frei. Ich kann mir vorstellen, dass es echt geile Magie-Dinger gibt. Erschaffe einen Bereich, der den Schaden verstärkt. Das ist schon nice. Aber dafür brauchen wir zum Beispiel den Stab. Aber da ist der Stab. Das ist ja der Dolchweg. Wo sind denn die? Ah, hier. Stabangriff. Erhöht die Max-ASP, verringert jedoch die Max-AP. Okay, Ihr könnt den Stabangriff aufladen, um einen stärkeren Zauberspruch zu wirken. Ihr könnt einen magischen Edelstein verbrauchen, um die Aufladezeit zu verkürzen. Aha. Ja, der hat schon coole Sachen. Der Stab kann aufgeladene Strahlen schnell abfeuern, verbraucht jedoch mehr AP. Segen des Magistrats finde ich ganz cool. Ich glaube, wir gehen tatsächlich mal einen Weg mit dem Magiestab noch. Jetzt kann ich ihn eh nicht aufwerten, deswegen müssen wir das jetzt nicht tun. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zu unserem Lager zurück. What can I do for you? What can I do for you? Okay. Das wäre cool. Mind your manners. Wenn man nicht immer hier zurück muss. Weil wenn wir jetzt verlieren, dann sind die ganzen Heiltränke wieder weg und dann müsste ich wieder hier hin. Eieieiei, was ein Akt. Vor allem gehen mir ja auch irgendwann die Runen und sowas aus. Da muss ich echt gegen Monster kloppen.
und ein bisschen leveln und hoffen, dass die Heiltränke droppen. Es ist jetzt zwei Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen nehmen wir noch mal ein paar Monster, aber auch kurz mit. Einfach um erstmal ein bisschen reinzukommen. Immer ein Goldstück gefunden, auch nicht schlecht. Ja, hier waren ja auch ganz viele Harpien, ne? Ja, ach, da sind sie ja. Wer hätte es gedacht? Oh! Au! Ja, sind nervig. Also die Harpien nerven wirklich hart. Das sind schon wieder drei. Ich will keinen Heiltrank verschwenden. Gut, ich habe ein, zwei Kämpfe gemacht. Jetzt bin ich bereit für den Boss. Natürlich nicht. Wir probieren es einfach mal. Und ich sehe gerade, oh, ich hätte auch noch die Mana-Tränke mitnehmen können. Das wäre vielleicht auch besser gewesen für den Bosskampf. Aber na gut. Oh je, ich bin gespannt. Ach, hier liegen auch immer Heiltränke. Das ist aber nett. Okay. Aktivieren. Ich finde, er wird halt nachher echt eklig mit den ganzen Ads, die kommen. Ah, ist der laut, ey. Es tut so weh auf den Kopfhörern. Aua. Aua, fängt ja gut an. Wir sehen ihn wieder nicht. Wo ist er? Da. Okay, der ist lange benebelt jetzt gerade. Hoppala.
Au, au. Der hat so einen ganz weirden Style, ey. Da kommen wieder ein paar Harpien, okay. Boah, das sind echt viele. Holy shit, was soll man da Gang machen? Aua! Au! Ja, Alter, ist das OP. Holy shit. Ja, man kann auch ein bisschen übertreiben hier. Nein, nein, komm da raus, komm da raus. Meine Güte. Verlieren die überhaupt Leben? Wie viele sind denn das noch? Das ist doch so überpowered gerade. Holy shit. Meine ganzen Heiltränke sind einfach weg. Kommst du jetzt mal runter? Wo bist du? Komm runter, du Assi. Was sind denn überhaupt jetzt mittlerweile diese drei Ladepunkte, die ich da habe? Diese... Bei meinem Mana. Was soll das sein? Was ist das? Was sind diese Ladepunkte? Ja! Trink einen Schluck. Nein! Oh, besiegt! Zurecht. Ey, was ist mit der Kamera los hier? Holy shit. Oh, was eine Geburt, ey. Hui! Marissa said the cultists took her documents. I'll take a look backstage. Haben wir was Tolles bekommen? Eine tolle Hafer haben wir bekommen. Tolle Wurst. Entweder nehme ich den Stab oder die Dolche, dass ich noch schneller draufhauen kann. So pep, 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 pep. Ja, jetzt keiner mehr hier, hä? Jetzt ist die Klappe nicht mehr so groß. Es hat sich ausgesungen, Kanarienvogel. Schlüssel, Lager, Ausstellungshalle, okay. Sind die drei Türen, sehe ich das gerade richtig? Pegasus Garten.
Freund oder Feind? There's a mark here too. It must be Papa. He was scratched out in a hurry. Just like the last one. Was he being chased? Papa, why did you come here? What are you doing in Aphis? Also sie hat blaue Augen, okay. Oh, ihr seid es. Ah nein, bitte tut mir nicht weh. Ich werde euch auch nicht wehtun. Und ihr seid Echo. Mein Name ist Echo. Erinnert ihr euch an den Wächtertempel? Ihr habt alle gerettet. Ich verstehe. Also, was ist dann mit euch passiert? Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich eure Hilfe nicht zu schätzen wüsste. Das tue ich. Ich will nur niemanden zur Last fallen. In dieser Form kann ich zumindest meinen Anteil an Sternstaub aufsparen. Anderen zuliebe ist das nicht schmerzhaft? Hehe, das Ritual fühlte sich nicht gerade gut an, aber ich habe es geschafft. Der Stier hat mich gesegnet. Oh, ich sollte nicht so laut reden. Ich möchte nicht, dass die anderen Harpien mithören. Außerdem suche ich nach jemanden. Nach wem? Die Sängerin Eulalia wurde in eine Harpie verwandelt, also habe ich mich gefragt, ob sie... Darf ich euch um Hilfe bitten? Fragt mich nur. Großartig, könnt ihr bitte diese Kiste für mich öffnen? Diese Kiste? Ja, ich bin noch nicht sehr gut darin, meinen Körper zu kontrollieren. Ich mache mir Sorgen, dass ich den Inhalt der Kiste zerbrechen könnte. Kein Problem, ich helfe euch. Filigraner Sternitspiegel, antikes Kästchen. In diesem antiken Kästchen befindet sich ein delikater Handspiegel. Er wurde aus alter Bronze gefertigt und seine Räder sind mit Verzierung aus fuchsienfarbigen Sternit dekoriert, die an Rosentrauben erinnern. Eine kleine Karte liegt bei. Darauf steht: An meine Stiersängerin. Deren Aussehen, Stimme und Herz ebenso bezaubernd und wunderschön sind wie die Rosentrauben. Okay. Habe ich geöffnet und jetzt? Dieser Spiegel sieht teuer aus. Ist das euer? Großartig. Ich hatte recht. Er gehört Nia. Nia? Pulmnia. Der Stiersängerin. Ich denke, sie ist so talentiert wie Eulalia. Ah, aber ich kann ihr den Spiegel nicht einfach so geben. Es klingt so, als hättet ihr... sie hier nirgendwo gefunden, also ist sie wahrscheinlich keine Harpie geworden. Wahrscheinlich nicht, aber wo könnte sie dann sein, wenn sie zu Sternstaub geworden ist? Hey, keine Angst, vielleicht versteckt sie sich wie alle anderen in ihrem Haus. Wisst ihr, wo sie lebt? Vielleicht könntet ihr ihr diesen Spiegel bringen, da fehlt ein Komma. Ich fürchte, mein Aussehen würde ihr Angst einjagen. Und sollte sie wirklich zu Sternstaub geworden sein? Nein, daran darf ich nicht denken. Könntet ihr bitte den Spiegel und die Karte zu Nia bringen? Ich weiß vielleicht, wo sie gerade ist. Ich muss eine Weile in Aphis bleiben, um meine Mission zu erfüllen. Wenn ich bei ihr vorbeikomme, erledige ich eure Bitte. Wirklich? Ich danke euch sehr. Nia hat seit ihrer Heirat mit Pan in der Nähe des Amphitheaters von Argis gelebt. Aber ich habe nichts mehr von ihr gehört, seit das Kriegsrecht verhängt wurde. Also macht euch keinen Kopf, ich werde nachsehen. Danke. Bevor ich jetzt hier diese Bibliothek abklapper, gehe ich nochmal raus und gucke mal, ob ich da irgendeine Tür öffnen kann oder so auf diesen riesengroßen Platz. Sie müssen noch ein bisschen schneller rennen. Okay, geht schon mal nicht auf. Geht auch nicht auf. Okay. Ach, keine Tür geht mehr auf. Achso. Okay, dann nicht. Dieses Schloss sieht gefährlich aus. Haben wir die jetzt eigentlich besiegt oder ist die weggeflogen? Die Kamera war halt sehr komisch.
Die war irgendwie so komisch gelockt. Dressing room. Seems like a good place to hide important documents. Mhm. I don't want to ransack the place, but I don't have much choice. Natürlich will sie das nicht. Briefe zwischen Marissa und Eulalia an die vernarbte Belcanto Eulalia. Die Namen in deinem Gesicht tun... Tut mir furchtbar leid, aber ich habe nichts damit zu tun. Ja, ich habe dir einen verfluchten Sternik gegeben und ich habe mir gewünscht, die Flammen würden dir deine Schönheit und deinen Reichtum nehmen. Aber das war nichts als ein emotionaler Impuls. Der Sternik sollte dich nur erschrecken, doch nur du allein bist dafür verantwortlich, wie sich die Dinge heute entwickelt haben. Wenn du wirklich gewillt wärst, dich ordentlich zu verhalten und aufzuhören, dem Alkohol zu frönen, dann wäre es nie zu diesem Unfall während deiner Vorstellung gekommen. Lass mich dir als ehemaliges Mitglied der Gruppe einen Ratschlag geben. Lass deine Finger von den Liebhabern anderer und, noch viel wichtiger, behandle andere mit Respekt. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt, Marissa. Aha. Da ist noch ein Echo, den hören wir uns gleich an. The seal on these documents belongs to House Rosa. Hopefully Minerva is more friendly to me. Geh nicht zurück! Ah ne, jetzt kommt so eine Abschlusssequenz, okay. Aethras, a word once spurned by the masses, has become a word that symbolizes salvation for them. In a world of chaos, a slogan, preposterous and impossible, has caught on. False hopes continue to seduce the hearts of people living in fear. The songstresses and harpies soar through the sky, singing in exultation, while in the world below, the souls of those who died a wrongful death increase with each passing day. Haben wir sie nicht besiegt? Ihr habt eure Hauptaufgabe in Aegis Bazaar abgeschlossen. Bitte bestätigt, ob ihr per Schnellreise zur Zuflucht zurückkehren wollt. Ihr könnt eure Erkundung auch hier weiter fortsetzen bleiben. Da waren ja noch das der Echo und hier ist ja noch ein bisschen was. Hören wir uns doch das Echo-Ding an. Eulalia, I think you're being inconsiderate. What do you mean? As a band, you should really cooperate in harmony rather than showboating in solo. You have a good voice, but you aren't finding my rhythms or the meanings behind the words. I think I interpret them pretty well. But you do need to be able to keep up with me. How do you mean? The music isn't just yours. And I have my own way of expressing my emotions. Besides, as you can see, the audience loves it when I sing like that. Who are you to judge my performances? Oh, how can you say that? How can you be so full of yourself? Oh, please. You should be thanking me for pairing your dull music with my singing. Rubius won't be happy to hear that. I'm leaving. Oh, poor Marissa. Go on then. Walk away. He'll understand me. What makes you so certain? What did you say to my dear Rubius?
I'm wrong. That's not what I'm thinking. Oh. Oh, okay. Ah, ach ja. Okay, hier kommt man nicht durch. Wait, warte, ich kann die Attacke aufladen? Das wusste ich nicht. Oh, okay. Wieder was Neues gelernt. Ah, interessant. Okay. Gut zu wissen. Eieieiei. Ich hab's jetzt aus Versehen einmal ausgelöst, weil ich aus Versehen Linksklick gehalten habe. Hier kommt man noch nicht durch. Okay, dann müssen wir wohl doch zurück. Wobei, aber dann werde ich nochmal ganz zurückgehen und eben den anderen Schrein aktivieren. Oder ne, wir gehen, wisst ihr was, wir machen das jetzt eben. Wir gehen nicht erst zur Flucht, sondern wir gehen eben nochmal den anderen Weg, wo die ganzen Harpien waren. Da war ja noch ein Weg nach unten, den ich ja nicht gegangen bin. Gucken, ob man da noch was finden kann oder nicht. Und dann geht es erstmal zurück in die Zuflucht. Und hier kommt man ja auch ganz schnell wieder hin, wenn man unbedingt hier hin möchte. Oder muss. Weil da waren ja noch zwei Tore. Das sieht so aus, als könnte man da auf jeden Fall noch weitergehen. Ach, guck mal an. Vor allem, warte mal, da waren ja auch noch Heiltränke. Die nehmen wir auch mal eben mit. Ganz vergessen. Die sind weg. Jemand hat die Heiltränke geklaut. What? Diese Elendigen. Ja, ich will mich die erledigen hier, diese Harpien. Ja, sind hier wie Krähen. Meine Güte. Verbraucht aber auch. Und da muss ich noch mal ganz kurz gucken bei Fähigkeiten. Ich würde ja ganz gern wissen, was das für Aufladepunkte waren, die wir da bekommen haben. Dann gucken wir uns hier mal eben nochmal um. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Typ da auf diesem Platz immer noch oder wieder am Leben ist. Okay, viel hat es jetzt nicht abgezogen. Aua. Aua. Oh, hier kann man... Hier kann man hin. Wait, interesting. Warte, was? Oh, okay, gut, dass wir uns hier nochmal umschauen. Okay, da geht sogar runter. Da können wir auch gleich mal hingehen. Ach, das ist hier. Ah, okay.
für ein paar Wurfdolche. Mann. Ist hier noch was? Ich habe das Gefühl, dass ich hier festhänge. Oh, Glück gehabt. Ups. Dann hole ich mir die jetzt da einzeln drunter. Wenn das dann irgendwie geht. Okay, jetzt kommen beide, okay. Ist voll über mich. Wohin geht die? Will die zurück in ihren Käfig? Keine Ahnung, was das sollte, aber gut. Wenn ihr unbedingt da sterben wollte, erfülle ich ihr diesen Traum. Okay, hier geht es weiter. Entschuldigung, ist hier jemand? Ich bin auf der Suche nach einer Frau namens Polymnia. Sucht ihr nach meiner Frau? Was ist denn los, Liebling? Oh, ihr müsst Polymnia und Pan sein, bitte. Die sind für euch. Beim Stier des Heiligen, das ist ja mein Spiegel. Liebling, sieh nur. Das ist die Karte, die du mir geschenkt hast. Bei den Göttern, ich dachte, ich würde diese Symbole unserer Liebe nie wiedersehen. Ich bin euch sehr verbunden, Kind. Nein, ich sollte euch Kriegerin nennen. Ihr habt verdient es, so genannt zu werden, weil ihr diese gute Tat vollbracht habt. Achtet auf ihre Stimme. Sie muss ein entzückendes Mädchen sein. Ich danke euch, liebe junge Kriegerin. Bitte dankt nicht mir. Echo hat mich geschickt. Echo, beim Heiligen. Geht es ihr gut? Naja. Meine Rosentraube, beruhige dich und gib unserem Gast etwas Zeit. Du hast recht, Liebling. Es tut mir leid. Ich war einfach zu aufgeregt, Kriegerin. Kriegerin, wir haben euch noch gar nicht nach eurem Namen gefragt. Wie sollen wir euch nennen? Nennt mich Atmos. Was kann ich für euch tun? Ihm von Echo erzählen. Echo ist zu einer Harpie geworden, aber ihr Verstand ist noch intakt. Heiliger, segne uns. Es ist gut zu wissen, dass Echo noch immer ihr liebenswertes Selbst ist. Sie hatte Sorge, dass euch ihr Aussehen ängstigen würde, also wagte sie es nicht herzukommen. Das verstehe ich. Sie hatte immer Angst, andere Ärger zu bereiten. Fragen, wie es ihnen geht. Wie geht es euch beiden? Ganz gut. Seit das Kriegsrecht in Kraft getreten ist, sind wir hier nicht weg. Und nachdem die Legion abgezogen ist, wurde es schwieriger für uns rauszugehen. Ihr habt die vielen Kultisten hier schon sicher schon gesehen, Kriegerin. Sie sind uns nach nicht gerade freundlich gesinnt. Ich verstehe eure Sorge. Dass da jetzt so viel Text noch kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin immer noch angeschlagen von Digimon Survive. Das war so viel Text. Ganz am Anfang versuchte er, in das Amphitheater einzudringen, um meinen Spiegel zurückzuholen. Hehe. Wir sind hastig aufgebrochen, als der Fluch das Gebiet zerstörte. Er ist uns beiden sehr wichtig. Leider kann ich nur einen Stift halten und kein Schwert, aber glücklicherweise haben wir ja diese Kriegerin. Liebling, du bist so aufmerksam. Du bist mein Held. Okay, kriegen wir jetzt noch hier was? Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Hilda. Ach, nicht zu danken. Ich habe ihn nur vorbeigebracht. Es tut mir leid, dass wir im Augenblick nichts haben, um uns erkenntlich zu zeigen. Aber was können wir machen? Wir haben doch nicht einmal eine silberne Eulenfigur. Das ist kein Problem. Ah, wie wäre es damit? Hilda, wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Ort habt, kommt einfach zu mir. Ich bin im Bazar und im Tempel aufgewachsen. Es wäre mir eine Ehre, euch dabei zu helfen, diesen Ort besser kennenzulernen. Was haltet ihr davon, junge Kriegerin? Es wäre schön, Hilfe von Einheimischen zu erhalten. Ich werde kommen, wenn ich eure Hilfe brauche. Sehr schön, ich werde mein Bestes tun, um euch zu helfen.
Ihr seid hier immer herzlich willkommen. Es ist ja nicht so, als würde uns irgendjemand anderes besuchen kommen. Der Wächterheilige und sein Stier euch segnen, Hilda. Warum haben die mich dann nicht so reingelassen, wenn die mir nicht vertrauen? Nach dem Ort Junos Silberwaage fragen. Ich habe ein Schild mit den Worten Junos Silberwaage gefunden. Was war das für ein Ort? Ah, das ist das Marktplatzbüro. Dort werden manchmal Handelsstreitigkeiten verhandelt. Mein Vater erzählte mir von einer Zeit, in der der Marktplatz renoviert und neue Systeme eingeführt wurden. Es war das reinste Chaos, bis die älteste Tochter von Haus Silberwaage, Juno, sich bereit erklärte, bei der Koordination um Werbung zu helfen. Jeden Tag schlichtete sie unter dem Baum auf dem Marktplatz Streitigkeiten für Händlerinnen und Händler, wodurch der Markt endlich wieder funktionierte. Aber Juno ist jung gestorben. Zu Ehren ihres Engagements wurde das Marktplatzbüro Junos Silberwaage genannt. Verstehe. Juno war klug und gelassen, wofür sie von vielen Frauen beneidet und von ebenso vielen Geschäftsmännern begehrt wurde. Klug und gelassen ist das, was Jungs in einem Mädchen wollen? Hehe, vielleicht. Okay, vielen Dank für eure Hilfe. Keine Ahnung, ob mich das jetzt... Ich will Items und keine Geschichten hören mehr. Care. Oh. Ich habe irgendwo ein Monster gehört. Oh. Ich glaube, der Stier hat mich schon gesehen. Tschüss. Da ist noch jemand. Ich weiß nicht, ob ich das Blocken cool finde oder nicht. Es wäre vielleicht doch sinnvoll, einfach den Boost des Schildschlags zu nehmen. Jetzt sind hier zwei Gegner. Drei Gegner, okay. Easy. Zwei Harpien. Wo kommen wir hier eigentlich hin? Oh mein Gott, das sind viele Gegner. Okay, nee, warte mal, wir machen das anders. Jetzt kann ich das nicht mehr... Toll. Ja, wo bist du denn geflogen? Okay, das ist weird. Feuerfragment und ein Goldstück, okay. Wait! Boah, wer bist du denn? Mister, ich brenne, mein Fell brennt. Holy shit. Okay, jetzt sind wir hier wieder an einem Platz. Haftbefehl. Oh, unsere Chefin wird gesucht. Okay, hier geht eine Leiter hoch.
Wie oft muss ich euch noch sagen? Ich bin nicht an der Erlösung durch Etrus oder sonst jemanden interessiert. Stört mich nicht. Ihr irrt euch. Ich bin Hilda. Ich bin hier im Namen der Anhänger. Ich sammle nur Informationen. Die Anhänger? Bist du eine Sklavin von dieser Frau vom Haus Lorbeer? Ich bin keine Sklavin. Ich bin Hilda aus Anbari. Ich... Anbari? Dieses kleine Fischerdorf. Minderwertige Fremde können in Aphis nur den Status von Sklaven haben. Ich hab euch nichts zu sagen. Lebt wohl. Hey, Moment. Ich nehme diesen Duft an euch wahr. Habt ihr Sternstaub? Schnell, gebt ihn mir. Nö, der war frech. Sind alle Apheser so unhöflich, wenn sie um etwas bitten? Ich, Minerva, schulde mir viel Geld. Gebt mir den Sternstaub und ich erlasse ihr die Schulden. Ha. Oh, vom... Ah, okay, nice. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier kurz hoch, weil ich da eine Truhe gesehen habe. Okay, sonst ist hier nix. Jetzt bin ich irritiert. Okay. Hier müsste ja eigentlich noch irgendwo eine Schmiede sein, aber naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge zur Zuflucht. Und schauen dann mal weiter, ob hier irgendwo noch was... Ich denke mal, wir werden vielleicht irgendeinen Schlüssel bekommen, der nochmal die zwei dicke Tore da aufmacht oder so. Weil wir müssen ja von hier noch irgendwo zu den anderen Gebieten hinkommen. Aber das sehen wir dann nochmal an der Karte vielleicht besser, an dieser Kriegstafel in der Zuflucht. Naja. Wie gesagt, tut mir leid, ich war heute ein bisschen, habe ich selber gemerkt beim Vorlesen, ziemlich holperig wieder unterwegs. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht schielen heute meine Augen irgendwie oder so. hoffen wir, dass es bei der nächsten Folge besser wird. Das war's mit dieser. Macht's gut. Tschüss.